Wenn die Genossen in China eine Parade veranstalten, dann heißt das Raketen und Soldaten im Stechschritt. Ganz anders auf Taiwan, der kleinen demokratischen Insel vor Chinas Haustür. Dort nämlich bezeichnen die Schwulen und Lesben sich als Genossen. Und deren jährliche Parade ist um einiges sympathischer. Es ist die größte Gay-Parade Asiens. Klaus Badenhagen. Raus aus den Klamotten und rein in die Badehose. Jeff Pan gehört zu den Waterboys. Für den schwulen Schwimmverein ist die Taiwan Pride Parade ein Pflichttermin. Nach seinem Coming Out vor einem Jahr will Student Jeff hier jedem sein wahres Gesicht zeigen. Oh, great, that's one of the way for people to see us. So können die Leute uns sehen und begreifen, dass wir mit ihnen zusammen leben. Nicht nur im Schatten, sondern mitten unter ihnen. Taiwans Hauptstadt Taipeh ist eine der freiesten und tolerantesten Metropolen Asiens. Vor 6 Jahren fand der erste Taiwan Pride mit gerade mal 500 Teilnehmern statt. Es wurden mehr und mehr. Eine Schwulenbewegung gibt es hier überhaupt erst, seit Taiwan in den 90ern demokratisch wurde, sagt Jens Damm. Er hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben. Es gibt eigentlich in keinem anderen asiatischen Land eine solch gut organisierte Bewegung. Es gibt in keinem anderen asiatischen Land eine solche große Unterstützung, auch von Teilen der Regierung und von verschiedenen Menschenrechtsgruppen, insbesondere feministische Gruppen, die auch die Lesben und Schwulen in Taiwan doch sehr unterstützen. Umzüge wie der Taiwan Pride wären in Ländern wie China oder Indonesien undenkbar. Bei so viel Freizügigkeit in einer eigentlich traditionell geprägten Gesellschaft gibt es trotzdem noch immer Probleme und Diskriminierung. Bei der Arbeit oder in der Schule lacht man dich aus, wenn du dich mädchenhaft benimmst. Oder wenn du ein Mädchen bist und dich wie ein Junge anziehst. Du wirst immer noch schief angeguckt, aber es wird immer besser. In der Familie fällt das Coming-out vielen besonders schwer, selbst wenn sie in Taipeh offen schwul leben. Beim Umzug tragen sie Masken, damit sie in ihren Heimatorten nicht erkannt werden. Von der Politik fordern die Teilnehmer vor allem mehr Gleichberechtigung. Es gibt einige wenige Gesetze, Gewalt in der Ehe etc., wo dann auch Schwule und Lesben explizit mitbenannt werden. Aber von einer Gay Marriage oder so ist man natürlich immer noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und das wird noch ein ganzes Zeit lang auch dauern. Taiwans Präsidentenpalast war dieses Jahr erstmals das Ziel des Umzugs, um die Politiker an ihre Versäumnisse zu erinnern. 25.000 Teilnehmer sind eine neue Rekordzahl und ein deutliches Zeichen.